Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du mich hier wieder entdeckt hast. Ich würde heute mal gerne so was wirklich ganz Persönliches mit dir teilen. Und zwar der wahre Grund, warum ich meinen sicheren Job oder damals vermeintlich sicheren Job, ich meine öffentlicher Dienst, da diesen Job hatte ich mir gesucht, unter dem Aspekt sicherer Job, warum ich den gekündigt hatte. Im Grunde genommen, schwarz-weiß betrachtet, ging es um Leben und Tod. Was meine ich damit? Ich war die erste Zeit sehr stolz auf diese Stelle, außer Frage, gut verdient, wurde aber zunehmend irgendwie unzufriedener, weil ich gedacht habe, in meinem Leben muss mehr möglich sein als das, was ich gerade lebe. Und habe dann gleichzeitig da draußen Menschen auch beobachtet, die schon frei gelebt haben und mir immer die Frage gestellt, wie geht das? Kann ich das auch machen? Bin diesem Impuls, auch wenn ich mir diese Frage gestellt habe, aber lange Zeit nicht gefolgt. Und je unzufriedener ich wurde mit meinem Job, umso mehr Botschaften hat meine Seele mir geschickt, auf der körperlichen Ebene, in meinem Sprachjargon in Form von Disharmonien. Man kann es auch Krankheiten nennen oder Krankheitssymptome. In meinem Sprachjargon sind das Disharmonien. Weil ich so der Meinung bin, egal jetzt, nimm mal ein klassisches Beispiel, Schnupfen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe die Nase voll, ich habe die Schnauze voll, wie der Volksmund es uns so schön sagt. Wir glauben nur, es ist halt normal, ein-, zweimal im Jahr verschnupft zu sein. Wir können so im Grunde genommen jeder Disharmonie eine energetische Ursache zuordnen. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Und so hat auch meine Seele mir ganz, ganz viele Botschaften geschickt auf der körperlichen Ebene in Form von Disharmonie. Aber man kann das ja dann so handeln. Wenn man mal einen Schnupfen hat, dann schont man sich halt mal ein bisschen. Oder wenn man Asthmaanfälle hat, ja, dann guck mal, was kann ich da machen? Oder Neurodermitis oder Bandscheibenvorfall oder. Also ich könnte jetzt hier so eine halbe Stunde von erzählen, welche Botschaften meine Seele mir da geschickt hat. Und je mehr ich das aber missachtet hatte, nicht weil ich es missachten wollte, sondern weil mir das ja auch niemand so richtig beigebracht hatte, mal, hey, eigentlich ist das ein klarer Hinweis von deiner Seele, schau dir her, da gilt es, deinen Weg zu korrigieren, du bist auf einem Holzweg unterwegs. Umso radikaler, um es mal so auszudrücken, ist meine Seele geworden. Irgendwann kam dann so, ich versuche das ja jetzt einfach nur so einen menschlichen Ausdruck zu bringen. Klare Botschaft von meiner Seele. Da hat natürlich, ist nicht irgendwo eine Wolke aufgegangen und irgendjemand hat zu mir gesprochen, sondern es war dieser klare Impuls in Form von Worten da, wie ich sie jetzt hier formuliere. Wenn du weiter so dahin krebst wie bisher, dann schicke ich dir auch noch die Diagnose Krebs. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Meine Antwort darauf, also mein Gegenimpuls an das Universum war dann, naja, ist ja alles nur eine Disharmonie, ist ja alles heilbar. Die Antwort vom Universum, also wenn ich das jetzt mal in so einer Kommunikation vereinfacht dir darstellen möchte, aus dieser Nummer kommst du nicht mehr raus, das war's dann. Dann bin ich ein zweites Mal erschrocken. Mit anderen Worten, das habe ich eingangs auch gemeint, mit einer Entscheidung für Leben oder Tod. Ich durfte quasi die Entscheidung treffen. Ich weiß ja nicht, wann die Seele mir diese Diagnose dann schickt. Kann ja auch noch ein bisschen dauern, kann aber auch gleich sein. Keine Ahnung. Oder ich entscheide mich jetzt wirklich, dem Plan meiner Seele zu folgen, auf mein Herz zu lauschen, dem Ruf meiner Seele zu folgen und weiterzugehen in das Leben, wie mein Herz und meine Seele das auch wirklich haben möchten. Du siehst, ich habe mich für Letzteres entschieden. Also im Grunde genommen, schwarz-weiß betrachtet, ich habe mich für das Leben entschieden. Und damit, je länger ich dann in die Richtung auch gegangen bin, umso weniger Gründe hatte meine Seele dann auch mir Botschaften auf der körperlichen Ebene zu schicken. Man könnte vieles rückblickend so als Wunderheilung auch bezeichnen. Aus traditionell medizinischer Sicht gesehen, ja. Also ich will da nichts in Frage stellen. Ich spreche jetzt nur
von mir, wie das einfach bei mir war. Und warum erzähle ich dir das? Die Botschaften, die Impulse, die du bekommst, bekommst du, weil das Leben, deine Seele, dein Herz dich einfach ganz liebevoll im Grunde genommen darauf hinweisen möchten. Hey, korrigier deinen Weg. Ich meine, das sind Dinge, die hat man uns nirgendwo beigebracht. Wir alle haben ja das klassische System, Schule, Schulbesuch, vielleicht auch Studium oder was auch immer, Ausbildung. Kennen wir ja alle. Und dann zu gucken, in meinem Falle, sicheren Job zu suchen. Die Wahrheit ist aber, die Sicherheit, die finden wir niemals im Außen, die finden wir immer nur in uns selbst. Sicherheit im Außen zu suchen, heißt ja auch immer Verantwortung abzugeben, sei es an den Arbeitgeber oder an wen auch immer. Die wahre Sicherheit ist die Sicherheit, dass du dir selbst sicher sein darfst, dass alles, 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 alles in dir verborgen ist, was es braucht. Das ist jetzt auch schon da. Du darfst dir erlauben, das ans Licht zu lassen, was es braucht, um wirklich ein freies Leben dir zu gestalten. Weil eines der Dinge, was ich auch absolut leid war, mir von anderen vorschreiben zu lassen, wann Geld aufs Konto kommt, wie viel Geld aufs Konto kommt, wann ich Urlaub machen darf, wann ich zu arbeiten habe und. War ich einfach irgendwie leid. Ich habe einfach gedacht, mein Gott, ich bin 3x7 alt und muss mir von jemand anderem vorschreiben lassen, was ich von wann bis wann zu tun habe. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du so das Gefühl hast, es muss mehr in meinem Leben möglich sein. Und was ich auch noch so gut kenne aus meinem früheren Leben, man lebt ja da so quasi im Grunde genommen von Freitagnachmittag bis Montag. Freitagnachmittag freut man sich aufs Wochenende, genießt. Und Sonntagnachmittag kam immer schon so ein mulmiges Gefühl auf. Morgen muss ich schon wieder ran. Wenn ich radikal ehrlich zu mir gewesen bin damals, wenn nicht am Ende vom Monat Summe X auf dem Konto gestanden hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, montags morgens da ins Arbeitshaus zu fahren. Unsere Kinder haben das Büro immer Arbeitshaus genannt. Wäre ich nicht. Ja, ich habe mir auch zwischendrin die Geschichte erzählt. Eigentlich geht's da ja gut und macht er ja eigentlich Freude und Spaß und nette Kollegen und. Ja, klar. Aber ohne auch nur einen Cent zu bekommen oder mein Gehalt zu bekommen, wäre ich da nicht hingegangen. Definitiv nicht. Als mir das auch so klar war oder klar geworden ist, das war auch so ein Reminder, so ein Augenöffner für mich. Das auch mal als Einladung für dich zur Ermutigung. Frag dich mal, ob du genau das, was du jetzt machst, auch machen würdest, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Dann würdest du vermutlich ein bisschen was anders machen. Und Ermutigung, die Impulse, die Ideen, die Gedanken, die du hast, die kommen aus dir, weil dein Herz, deine Seele, das Leben, das Universum, dein Higher Self, ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz gibst, eigentlich was anderes mit dir vorhaben. Und wenn du da in dir spürst, ja, da würde ich jetzt wirklich gerne ein bisschen weitergehen, da würde es mir gut tun. Und fühl mal in dich hinein, wie, was du da fühlst, wenn du da eine Begleitung auch an deiner Seite hättest. Eine Begleitung, die dich an die Hand nimmt und mit dir diesen Weg auch geht. Also natürlich nicht für dich macht. Was bei mir wirklich alles verändert hat, war der Zeitpunkt, wo ich mir erlaubt habe, Mentoren an meiner Seite zu haben. Dort waren, wo ich hin wollte. Das hat wirklich alles verändert. Wenn ich diese Entscheidung damals nicht getroffen hätte, weiß nicht, ob ich überhaupt noch hier wäre. Also Eingangsthema. Oder zumindest wäre ich nicht so rasch da angekommen, wo ich hin wollte. Es ist so wertvoll, sich in die Energie von Menschen zu begeben, die schon das leben, was man selbst eigentlich möchte. Und wenn du das spürst, fühl da in dich hinein. Es ist nur ein Angebot. Dann kann das für dich auch der Turbus sein, wirklich, wir haben jetzt Jahresanfang, rasch
in diesem Jahr wirklich da anzukommen, wo du hin möchtest, wo du vielleicht schon so lange hin möchtest. Da Einladung an dich, nimm da gerne Kontakt zu mir auf. Es gibt aktuell noch einen freien Platz in meinem VIP-Mentoring. Da sind wir wirklich 12 Monate miteinander, online und offline, wo ich dich ganz intensiv begleite, du und ich. Dann sind noch ein paar Plätze frei in der Akademie, die ja auch inzwischen entstanden ist, die Emerald-Anaconda-Akademie, in dem 4-monatigen Mentoring, mit der Magie deines Seelenplanes zurück zu deiner Lebensfreude zu finden. Es gibt noch ein paar freie Plätze auf dem Lebensfreude-Retreat auf Bali. Es gibt auch noch so ein paar andere verschiedene Möglichkeiten. Also du startest immer da, wo du jetzt stehst. Und es geht auch nicht darum, dass du da, wenn du sagst, okay, du würdest dich gerne von mir begleiten lassen, irgendwas zu machen, sondern wirklich auch das für dich Richtige herauszufinden. Und deshalb mein Angebot auch an dich. Nimm gerne Kontakt zu mir auf. Ich poste dir mal den Link zum Kalender hier. Such da mal einen Termin aus, was bei dir passt. Und lass uns da gerne auch mal sprechen. 10 Minuten, Viertelstunde, dass ich dir ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben kann, was jetzt gerade das Richtige für dich wäre. Aber eine Bitte, melde dich wirklich nur, wenn du spürst, ja, das fühlt sich jetzt gut und stimmig für mich an. Ich will jetzt wirklich was verändern und du auch, ja, wirklich was verändern möchtest, ja, weil nur dann kann ich dir natürlich auch wirklich weiterhelfen. Weil machen kann ich nicht für dich. Ich kann dir nur Empfehlungen geben und dir anbieten und dann auch an deiner Seite sein. Und ja, das ist auch immer eine Entscheidung, in sich auch zu investieren. Ich kenne das alles. Und du kennst auch den Spruch, die beste Investition ist die Investition, die man in sich tätigt. Ja, und das fühlt sich auch oftmals so ein bisschen unbequem an. Aber das ist das Geheimnis dahinter, wirklich Turbo einzuschalten und mal da anzukommen, wo man wirklich hin möchte. Weil diese Themen, die in einem im Unbewussten verborgen sind, da kommt man einfach mit all dem Wissen, was man sich möglicherweise autodidaktisch angeeignet hat, da kommt man einfach nicht weiter. Und das ist das so Hilfreiche, wenn man dann der Energie ist von jemandem, der oder die dort ist, wo man hin möchte, der immer wieder da sagt, hey, hier geht's jetzt weiter und da geht's weiter und nächster Raum machen wir auf und nächsten Raum machen wir auf. Also, fühle dich hinein und ja, wenn du ein Ja spürst, dann freue ich mich, wenn wir am Telefon miteinander sprechen. Hab noch einen schönen Tag, in diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.